Para mí, que sea el G20 acá es una provocación y sí, voy a ir a la marcha del 30. Es tristísimo, además la forma en la que se está haciendo, la forma en la que se está militarizando la ciudad. Y el G20 es sinónimo de muerte, digamos, son los que están en el escenario mundial que representan a Monsanto y a toda esa gente, a Bayer, ya sabemos quiénes son, así que es lo peor que nos puede haber pasado. O sea, vienen a seguir sojuzgándonos, vienen a seguir colonizándonos. Las derechas están como copando todo el escenario latinoamericano. ATAC Argentinien ist auch Mitglied von dem Bündnis hier gegen G20, das heißt Confluencia por el G20 FMI. Wir haben den Internationalen Währungsfonds auch noch mit aufgenommen, weil es einfach gerade in Argentinien ein ganz wichtiges Thema ist, da sie ja die Regierung ja vor kurzem erst einen ziemlich hohen, überhaupt den höchsten Kredit, den der IWF jeweils vergeben hat, aufgenommen hat. Hat die Regierung begonnen, einmal unterschiedliche Organisationen auf unterschiedliche Weise zu verfolgen bzw. ein schlechtes Licht zu stellen. ATAC Argentinien beispielsweise wurde der Geldwäsche beschuldigt. Andere Organisationen, die sie als anarchistische Organisationen darstellen, die häufig aber einfach nur so Nachbarschaftsorganisationen sind, Clubs und so Vereine, werden als genau anarchistische Organisationen, weil Anarchismus ist gleich schlecht, ja, laut Regierung, diffamiert und wurden mit Polizeirazzien bedacht. Teilweise geschlossen, Leute wurden festgenommen, obwohl gegen die überhaupt nichts vorlag. Zum anderen, was ich auch glaube, was durchaus möglich ist, was die Regierung auch schon angekündigt hat, dass eine ganze Reihe von Leuten, die von außerhalb kommen wollen, zu den Protesten nicht reingelassen werden. Es wird ja massiv Geld ausgegeben für diesen G20-Gipfel, insgesamt 200 Millionen Dollar. Das sind umgerechnet ungefähr 8 Milliarden Pesos. 8 Milliarden Pesos ist das Doppelte von dem, was dieses Jahr ausgegeben wird für Umwelt. Außerdem ist es auch äquivalent zu dem, was an den öffentlichen Universitäten hier gekürzt wurde. Creo que también es una oportunidad para que la gente justamente salga a la calle y que aprovechar como la prensa por ahí mundial que puede llegar a traer la situación para que se pueda ver internacionalmente cómo la gente está en desacuerdo. Con la paralización de los medios de transporte masivo más importantes, como son los trenes que llegan a la Ciudad de Buenos Aires y los subtes que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que se propone es presentar a la ciudad como inviable esos días. En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha salido a recomendarle a los vecinos que habitan la Ciudad de Buenos Aires que es un buen momento para no estar aquí. O sea, hasta eso llega el miedo que se pretende generar para evitar cualquier tipo de respuesta popular a la llegada del G20, lo que aquí llamamos la malvenida.